Willkommen hier bei unserer fettesten 51er TV Show. Ich habe eine ganze Menge draußen gehört, da ging ja viele Scheiße durch. Das war ja wie so eine Schwuchtelwettbewerb da draußen. Ja, ich denke mal so, das habe ich eigentlich gar nicht nötig, mich da mit Leuten, die ich gar nicht kenne, mich irgendwie auseinanderzusetzen, weil man muss immer drüber stehen. Denkt dran, wenn ihr irgendwie draußen ein Problem habt, einfach drüber stehen und sagen so, ihr müsst einfach einen fetten Sprichwort rauslassen, das heißt also, leck mir am Arsch. Versteht ihr? Kennt ihr? Leck mir am mein Arschloch. Also, dann Thema von gestern, einfach Schnee von gestern und scheiß auf die ganzen gequatscht, die ganzen Stories. Dieser kleine Mann, der hat komplett hier alles durcheinander gebracht und traurig, aber zwar wahr, ist nun mal passiert. Und scheiß Themawechsel, passt auf, mein Lieben. Level 51, hebt da tausendmal mal die Füße hoch. So, Play 51 hat wieder neue Botten gekauft. Ihr kriegt ja jetzt Schuhe, Gott sei Dank. Die ab und zu mal gesponsert. Ich habe aber noch mehrere bekommen. So, wenn ihr Schuhe kaufen geht jetzt, ja, die sind umgezogen. Kannst du mal bitte mal die Kamera reinschwenken? Bist du lieb, Desio? An die Adresse. So, von Robert, ja, wenn ihr da Air Max kaufen wollt, richtige Nike-Schuhe. Geht da dann einfach hin, kaufen. Der hat da die neuesten Schuhe. Und ich habe überlegt, ich habe. Das hat Robert geschrieben, nicht ich. Richtig profimäßig. Richtig profimäßig, Alhamdulillah. So sieht's aus. Na gut, ich will ja jetzt nicht irgendwie Plakat hier aufschlagen, ja. So, wenn ihr Schuhe kaufen wollt, wisst ihr. So, ich mache erstmal schnell. Erstmal fette Grüße an Dings in Frankfurt. Pascal, schöne Grüße. David, Kalle, Schwerin, schöne fette Grüße. Vera aus MV. Olli, Bade, Aeroslick, Rostock, Suna, der General. Zuma an den General. Schöne fette Grüße. Umut und Bükel, schöne fette liebe Grüße. Die alte Olive, die alte Hexe, Zero, der alte Stinker, Bumsing, der alte Bumse und Ahmed, das alte Schachbett, Gürkan, Bielefeld, 100 Nackenstellen an ihn, DLG, Allstars, nach Dillingen, fette Grüße und Selçuk und Mette, Peace, keine Probleme, meine Lieben, ja, da draußen und an Dennis aus Minden und an Ankit und an Lorenz. Ihr wisst ganz genau, Playboy 51 freut sich, trinkt hier sein Pesato schön, hat mich ein bisschen erkältet. Ich war gestern draußen in Velten, für Berlin war ich draußen, ich habe circa fast 10 Stunden gearbeitet. Und das ist nicht einfach so, ich mache das ja schon öfters jetzt, ja, mit dem Boot. Und das ist nicht einfach, wenn man einen Seitenwinkler-Dings hier nimmt, ja. Und die ganze Zeit, du bist unten am Rumpf und du musst die ganze Zeit schleifen, ja. Und das staubt sowas von sehr, ja. Und ich war so schwarz im Gesicht, ja. Und dieser Charlie, der hat das aufgenommen. Und der hat dann noch ein Foto geschossen. Und wirklich jetzt, das ist so eine Drecksarbeit, aber egal. Ich ziehe die Scheiße durch, weil ich habe ein Boot und ich muss das abzahlen. Das Ding hat 160 PS. Und ich freue mich, dass ich bald meinen Bootsführerschein anfange, am 22.04. Ist so. Und denkt dran, wenn er Bootsführerschein macht, ich habe gehört, ein Knoten sind 1,3 km Geschwindigkeit und 8 Knoten. Wie viel? Knoten? Naja, bei 80 Knoten. Bei 80 Knoten. Na, ich fahre ja ganz langsam. Weil, wie viele Knoten? Na, ich fahre da ganz normal die Hälfte also. Und wie lange dauert das, bis du die Knoten gemacht hast? So schnell beim Fahren, Dicker, bei der Geschwindigkeit, Dicker. Da steht da so Tacho dran. Du hast ja alles vor. Ich muss ja noch lernen. So, also wie schnell man auf dem Wasser fahren muss, denke ich. Achso, das sind 8 Knoten. Seemannsknoten nennt man es. Ist nun mal so. Und man muss theoretischen Prüfung müssen 2-3 Knoten können. Und man muss ja auch, wenn man die praktische Prüfung hat, man muss ja ins Wasser reinspringen, in den See. Und man muss ja da Ringe rausholen. Einen Ring, denke ich mal, bei der Prüfung. Ich weiß ja nicht. Aber Gott sei Dank, ich kann gut tauchen und ich werde das auch schaffen, weil ich hatte ja früher kein Seepferdchen. Ich hatte Gold. Ja. Ist so. Man, ich bin früher halt da richtig gesprungen und so. 10 Meter in die Schlucht bin ich auch gesprungen, aber nicht von 17 Meter. Die haben ein bisschen bei Sport 1 ein bisschen übertrieben mit 14 Meter. Das war ein bisschen höher. Master G ist Zeuge, der war dabei, lad. Habt ihr nicht gesehen? 10 Meter lad. Playboy 50 war in die Schlucht rein, kalte Wasser. Und wisst ihr was zum Schluss? Mein Schwanz so und mein Haar so, ah, Bordo. Hä? Hey.
Dicker, das kalte Wasser, was willst du machen? Das ist. Einen Seepferdchen. Aber Seepferdchen ist auch nicht schlecht, oder? Seepferdchen oder Haifisch. Haifischsportler, da gibt es ja jede Möglichkeit da draußen, ne? So, meine lieben Fans, Playboy 51 hat heute einen Gast, ihr wisst es wieder. Heute ist der Part aus Reigendorf da, der ist noch nicht da, die warten noch ein bisschen, ganz kurz, der ist auch ein bisschen, der hat so einen Hals. Und ich habe mir vorgestern Bugatti gekauft. Ich habe mir vorgestern Bugatti gekauft, 1000 PS. Ein Ferrari habe ich mir gestern auch gekauft, April. Heute haben wir den 1.4. Fetten Sonntag an euch draußen. Ich dachte wirklich, du hast gekauft, Land. Dick. Nicht gesagt, April. So, wo wir stehen geblieben sind, wo kommt diese Verarschertag her, dieser 1. April, dieser 1.4.? Wer hat diesen Tag erfunden? Das bleibt mir ein Rätsel in meinem Kopf. Und ich denke mal, wie kommt es daher, der 1. April? Die verarschen Tag so, die verarschen sich ja heute gegenseitig, ne, da draußen. Ihr wisst, der eine sagt ja, pass mal auf, ich war gestern irgendwie im Gulli unten, hab erstmal hier 50 Ratten durchgebumst. Und die haben hier 10 Kinder, pro Ratte hat 10 Kinder gekriegt von mir. Oder was weiß ich, da gibt's ja richtig fiese Witze, aber richtig krasse Witze. Aber ich bleib lieber auf dem Teppich, ist besser. Ja, lasst eure Witze heute raus. Ihr könnt euch gegenseitig da irgendwie ein paar geile Sprichwörter irgendwie euch verpassen, euch gegenseitig verarschen. Aber ist ja kein Problem. Und ich werde jetzt erstmal kurz mal. Ich sitze hier, ihr wisst. Komplett seine ganze Kraft hier vergeuden. Das wird bald noch besser. Ihr wisst ja, Playf, die Wand bleibt immer auf dem Teppich. Ich hole mal kurz mal, ihr wisst ihn, ihr kennt ihn. Wir chillen hier nochmal ganz kurz. Ihr kennt ihn. Der ist Panzer. Und ich werde ihn mal gleich mal fragen, wie es. Master G, so. Meine lieben Fans da draußen, kurz mal Master G. Ladies and Gentlemen. Come on in everybody in the Germany 51er Playboy. Herzlich willkommen, Master G. Nicht Master. Komm, setz dich. Wie ist dir, mein Großer? Jan-Jude-Oster. Sag mal, eine Frage. Du hast ja ganz schön abgenommen. Ja, ich hab richtig krass abgenommen. Sag mal in die Kamera, weswegen hast du ihn abgenommen, Dicker? Ich hab abgenommen, weil ich keinen Alkohol mehr trinke. Weiter. Und viel arbeiten. Fix, du fixst viel? Viel bumsen, natürlich. Zeig mal deine Bauchmuskeln. Weiter hast du Bauchmuskeln. Alter, Dicker, die sind noch versteckt unter meiner Dings Winterhautverleihung. Ja, so. Du hast doch wieder mit Aisha telefoniert, ne? Nee, ich schreibe mit sie, ja. Schöne Grüße, Aisha. Aisha, ja, auf jeden Fall. Und sie hat dir gesagt, kommt sie alleine? Sie kommt am 15.04. auf jeden Fall, kommt sie hier vorbei. Also wisst ihr schon mal, wie viel Zeit fällt. Okay. Wird aber noch gepostet. Mhm. Desto macht es auf jeden Fall noch klar. Und wie gesagt, wegen Freunde muss ich auf jeden Fall noch mal klar machen. Noch mal fragen, ob sie okay. Mit Freundin kommt. Jarjut Usta, auf jeden Fall wird Aisha da sein am 15.04. Oh, ist ja eine richtig süße Schnecke, oder? So wie ich das gesehen habe. Die Fans. Nette Dame, Pornodarstellerin, richtig hübsch. Macht keine Pornos auf jeden Fall. Macht sie Pornos? Ist es ihr Beruf? Ja. Richtig allgemein. Ja. Ja. Will sie jetzt. Will sie jetzt. Aber sie macht auch Webcam und so, weißt du? Okay, will sie jetzt noch einen Pornofilm jetzt rausbringen? Hat sie was gesagt davon? Oder? Das bleibt dann auch geheim, ist ja. Warte mal, bis sie da ist. Genau, in der Ruhe liegt ja die Kraft. Was machst du denn jetzt zurzeit beruflich? Jarjut Usta mache ich. Ich arbeite im Lager, ja? Ja. Wie findest du denn eigentlich meine Schuhe? Amen, Dicker. Du machst damit Schuhe? Überbeste auf jeden. Aber nur Frauenschuhe, Dicker, Prince hat doch früher Frauenschuhe getragen. Kennst du Prince? diesen auf jeden, Alter. Aber der hat eine coole Stimme. Stimmt, der hat richtig hochhackige Schuhe. Dicker, getragen. Der hat so getan. Was hat er hier so? Bisschen mindestens. Irgendwas, wa? Irgendwie auf der Bühne, oder? Und sonst, nichts mehr zu erzählen, oder was? Wie? Du hast ja meine Zähne gesehen, oder? Alter, übersatt, Dicker. Wie fein sie dir, ja? Ich muss auch sowas klar machen. Kennst du den Film James Bond? Von früher? Hä? Diese Stahlbeißer? Hä? Aber der hat doch die ganze Fresse gehabt. Dicker, weißt du, was er gemacht hat? Der hatte nur Silber oder Platin. Weißt du, was er gemacht hat? Dicker! Dicker, der hat alles weggebissen, Dicker. Hey, Dicker. Nein! Zeig mal ihn. Zeig mal.
Maßstab. Aber kam 1,5, Dicker. 1,5. Ich hab nur günstig weggekommen. Was geht, Alter? Egal. 1,5. Aber ist ja dafür, okay, zwar haben viele gemeckert, warum habe ich meine gesunden Backenzähne weggeschliffen? Weißt du, ich meine, die gingen ja bis runter, bis zur Wurzel, weißt du, direkt. Aber das waren richtig fette Schmerzen, richtig fette Spritzerin, so, weißt du, was ich meine? Egal. Und das hat gezeigt, aber ja, dafür, das hält 30, 40 Jahre mit der Sendung, das wird weitergehen. Und deswegen haue ich mir lieber so eine Zähne rein und irgendwann mal habe ich keine Probleme, weißt du, ich meine? Weißt du, warum? Ich heiße ja umsonst Play 51, ich bin Play 51 aus Reihendorf, Dicker. Soll ich sagen, ich will auch Gold haben, wa? Okay. Ich will auch Gold in meinen Zähnen haben. Die Sache ist aber, weil ich arbeite, gehe ich ja nicht zum Zahnarzt. Also mir ist ja noch alles okay. Okay. Aber ich meine, ich brauche hinten Gold, aber wenn ich jetzt zum Zahnarzt gehe, muss ich alles zahlen. Ich muss am besten warten, wenn ich wieder Hartz IV bin, dann bezahlt Hartz IV. Nee. Ist da schon Ostern. Ja, also du willst ja jetzt probieren, durch die Krankenkasse jetzt irgendwie Geld zu sparen, oder wie? April. Was habe ich gehört? Du hast mit dem kleinen Mann heute geschrieben. Ja, mit den Namen nicht nennen? Nee, ganz kurz. Analphabet. Tüte Deutsch. Der kommt nicht klar. So sieht's aus. Ja. Tüte Deutsch, Analphabet. Analphabet, Tüte Deutsch kostet 5 Euro oder 5 Mark. Okay, jo, fertig, Thema ja. So, Judge und Usta. Einen. Mir geht's richtig gut. Toi, toi, toi. Dank meinen lieben Fans da draußen. Sag mal, du machst ja jetzt immer regelmäßig Training, wa? Ich hab ja richtig. Auf jeden Fall richtig. Ich fange ab jetzt pro in der Woche erstmal zweimal und ich muss mich erstmal an die Gewichte erstmal mich dran gewöhnen. Das heißt also, meine Arme werden immer größer. Auf jeden Fall. Und breiter, so wie ihr jetzt seht. Und nimmst du ihm was? Nee. Ihr könnt da noch mal sehen. So Eiweiß und so. Eiweiß, aber Kreatin nehme ich nicht, weil das macht richtig aggressiv. Das sind ja so eine 2400er Kapseln und die kann ich nicht vertragen, weil. Der Körper spinnt ein bisschen, weiß ich nicht warum, weißt du, weil ich bin ja nicht so ein Typ, dass ich mir, wenn ich jetzt Kopfschmerzen habe, dass ich mir die Ratiofarm hier reinpfeife oder so, weißt du. Und bitte nicht da draußen, wenn ihr Alkohol trinkt und da draußen Kater habt, nächsten Tag euch hier Ratiofarm oder was weiß ich, so Schmerztabletten reinpfeife, das macht richtig süchtig, ganz gefährlich und dann macht erst recht hinterlistisch. Ihr würdet euch die Scheiße ab. Bloß nicht Alkohol mit Medikamenten nehmen. Auf keinen Fall. Das ist sehr, sehr gefährlich. Auf jeden Fall. Bitte. Genau. Und das nicht nachmachen und ich habe euch auch versprochen, dass ich die andere Scheiße auch nicht mehr nehme. Und ihr müsst auch ein bisschen zu. Ihr könnt ja ab und zu mal. Ihr könnt ja ab und zu mal Schulzeis oder Pilsato trinken. Habe ich recht oder nicht? Alle jetzt zusammen. Alhamdulillah! Macht euch keine Sorgen, Freunde, jetzt ist Tanju da. Alter. Aber so sieht's aus. Playboy für Tür ausrechnen, falsch gesprungen. Du freust dich schon, wa, wenn ich bald mein Boot habe, ne? Auf jeden Fall. Was machen wir denn da? Wir werden erstmal richtig das ganze See unsicher machen. Wie unsicher? Das ganze See, wir werden da erstmal uns breit machen. Aber Strandpartege gibt's nicht mehr, denk dran. Weil wir wollten ja da eine Bootsbar bauen, aber wir haben jetzt hier von der Behörde und so haben wir keinen Antrag bekommen und die machen da ein bisschen Faxen, weil sie denken Schlägereien und Drohungen oder Leute bauen da Scheiße. Dann mach mal auf dein Boot eine Bootsbar. Ich habe überlegt, da sind da nur 6 Sitze drauf, dass du sitzt da sowieso mal neben mir, dass wir ein bisschen mit Fans ein bisschen rumkutschieren. Und die Fans ab. Ich schwör's dir. drauf gerülpst, aber trotzdem mache ich das. Fans fahren wir ein bisschen spazieren, dann machen wir auch richtig geile Chicks noch mit. Das Ding hat 160 PS. Bei 6 Personen macht ja nichts aus. 80 Stundenkilometer fährt das Ding auf dem Wasser. Das ist sehr, sehr schnell. 80 auf dem Wasser, Alter. 80 Knoten? Nee, nicht 80 Knoten. 80 km dick auf dem Wasser. Okay. Und guck mal. ein Kammer, Dicker, ein Knoten sind 1,3 Kammer. 1,8 waren es? Bist du sicher? Okay. Gut, da hast du recht, Dicker. Gut, aber vielleicht habe ich das ein bisschen verwechselt. Aber ich werde das ja machen. Und wenn ich jetzt meinen Bootsführerschein bestehe und ich bin da mit 5 Weibern beschäftigt, dann musst du das Boot dann führen. Dann muss ich das mal kurz übernehmen, das Ruder. Dicker, da gibst du richtig Flamme, Dicker. Und du hast so eine richtig geile Yacht, wa? Nee, ist keine Yacht, das ist so ein Sportboot. Eine Yacht ist ein bisschen größer. Willst du auf dem Sportboot nicht so einen richtig originalen Dings hier ranmachen? Was? So, Gelbe Hasezeichen? Du meinst Ruder, so von den Piraten? Nein, Dicker. Boah, nee, Dicker, ich baller mir richtig so. Richtig aus Holz, so. Nein, das machen wir beim Piratenschiff. Ich fange ja klein an. Das ist ja wichtig. Das geht ja heutzutage so, man von heute auf morgen hier, der Play with the One macht richtig Kohle, das stimmt alles nicht.
Alles in Ruhe, ich muss arbeiten gehen, die Miete kostet schon viel, viel Geld, das wisst ihr alle. Ja. Ich hab mir überlegt, dass ich mir von Style and Customs, mir so ein Styles and Customs, ja, so einen Kettenlenker ranknalle, kennt ihr? Von Amerika, diesen Kettenlenker? Mhm. Und das lasse ich mir Gold ansprühen? So, nicht so, so, oder? Nee, so ein Kettenlenker. Mhm. Lass ich mir. Aber ich hab mir von der Sonne, wenn man das Ding anfasst, ja, schon heiß, Dicker. Hä? Sa? Alhamdulillah. Jurt Usta. Und das wird schon viel Spaß bringen. Und Natur ist ja wichtig draußen, ne? Weil viele in der Natur gehen, frische Luft. Tut es gut oder lieber in der Stadt rumeiern? Lieber die Natur ist schöner oder lieber in der Stadt rumeiern? Ja, Stadt ist auch gut, Natur auch. Ich liebe die Stadtluft liebe ich mehr wie die Natur. Weißt du warum? Süchtig, Dicker. Einen von Abgasen. Abgasen, alles, Dicker. Zigaretten. Dicker, wir kommen von dieser Sucht nie mehr weg. Wir werden immer so hängen bleiben von dieser Luft. Aber man sagt ja, die Naturluft, ja, am Meer und Palmen, am Strand, man lebt 5 Jahre länger. Stimmt es oder stimmt es nicht? Ich sag die Wahrheit. Rennen, Alter. So, wir machen mal kurz mal nochmal eine fette Ansage. Willst du noch jemanden grüßen, Master Jimmy? Ja, ich wollte immer welche grüßen, aber ich vergesse es mal, ja. Willst du jemanden grüßen? Ich grüße alle, die ich grüßen wollte, ja? Also ihr wisst Bescheid, ich hab euch gegrüßt. Und sag mal... Jarjut Usta. Sag mal allen, die lieben uns alle mehr. Ihr sollt uns alle lieben. Immer mehr, immer mehr, immer mehr. Und den fetten kleinen Teufel. Man ist der fett oder ist der dünn? Okay. Warte, einen hab genau. Ich. Sigrid. Schükrüt. Schükrüt ja. Aus Karlsruhe. Ja, guck, schöne fette Grüße, Schükrüt aus Karlsruhe. Das letzte Mal die Sendung, da musste er erstmal 15 Wochen in die Therapie. Wieso? Wieso? Ey, ja, weil der Therapie muss. Alter, der wurde therapiert für deine Sendung, ja? Und er muss jetzt 15 Wochen weg. Er sieht heute das letzte Mal die Sendung und dann 15 Wochen wieder. Jarjut Usta. Ey, Dicker, aber trotzdem gute Besserung. Und du schaffst es und zieh durch. Und durch meine Sendung wurde er therapiert und der ist jetzt in der Anstalt, oder was? Ey, Dicker, ey, so weit und der, bist April, du... April, April, April. Ah! Flavor 50 war, wo du warst. Aber er geht Dings, ja. Er geht trotzdem Therapie, ja, aber nicht... Nein, aber trotzdem okay, gute Besserung. Gut, mein Großer, wir sehen uns, Alter. Dicker. Ey, Dicker. Aisha. Ladies and Gentlemen. So, ich bin überbass. Da waren ja so ein Fan da drin. Ich hab mir so viele Fans schreiben mich an. Riesengroßen Respekt an euch, meine lieben Fans. Ich bin ab und zu mal am Laptop dran, weil ich ab und zu mal auch keine Zeit habe. Und da hat ein Fan geschrieben, ich soll Jackpoint 6 wie Sex rappen, diesen neuen Song. Kennst du den neuen Song oder ist der alte Song? Soll ich machen? Yeah. DJ Destu macht gleich laut. Und Player 51 ist gerade wieder sehr, sehr aufgeregt. Wir warten auf den Paten aus Reiningdorf. Mit dem darf man nicht scherzen, wirklich jetzt da draußen. Ihr denkt, der ist so und so, wirklich, der hat was zu sagen. Ist wirklich so, weil... Man muss vor so einer Leuten auch ein bisschen Respekt haben. Das habe ich auch sehr, sehr doll von meinem Herzen. So, meine lieben Fans, erstmal riesen Applaus. Der Pater aus Reiningdorf. Yeah! Jo. Hey, hallo. Hi, Großer. Kannst du erstmal machen sauber, bevor ich mich setze hin? Da ist so sauber hier. Hey, hallo, Dasche. Wie geht's dir? Du darfst mich begrüßen. Alter. Wie geht's dir, Herr Pater? Ja, mir geht's sehr gut, das weißt du doch. Schlechten Menschen geht's immer gut. Ja. Wie geht's dir? Ah, ja, ich bin ein bisschen aufgeregt, weil ich freue mich immer sehr. Paranoia und so, dass du hier bist, vom Herzen aus. Du weißt es selber. Ich bin sehr, sehr erfreut, vom Herzen aus. Möchtest du was trinken? Nur hast du wieder nur deine Bier da, oder? Ja, warte, ich mach dir mal ein Schulli auf, ja? Rechnet ist okay, Herr Warte? Naja. Okay. Bist seid ihr verkürzt. Was machst du letzter Zeit, dass ich kommen muss wieder hier? Ja, weil ich habe ein bisschen komische Sachen wieder gehört und du hast dich auch wieder rum aufgeregt deswegen und deswegen müssen wir die Sache klären. Ich rege mich nicht auf. Richtig. Ich will mich ja auch nicht mehr aufregen. Richtig. Wollen wir anstoßen, Herr Warte? Nun ja. Stoß, Mann. Auf unsere Freundschaft. Das seid ihr vergönnt. Okay. Ich habe irgendwie gehört, ja? Du willst ja jetzt kaufen ein Boot.
Ich will ein Boot, ich hab den schon gekauft, ich muss den auf jeden Fall noch abzahlen, noch ein bisschen abdrücken. Und dann werden wir, wenn du gerne möchtest, Herr Pate, ja, dass wir einen Kino-Trailer 3 rausbringen, haben die Fans zu entscheiden, mein lieben Fans da draußen, wenn er möchte, dass ich mit Reno den dritten Kino-Trailer rausbringe, das wird ein richtig geiler Trailer. Und ihr habt das selber draußen zu entscheiden, wenn ihr wollt. Ich bin damit einverstanden. Ich bin damit einverstanden, dass der Pate mitmacht. An mir soll es nicht liegen. Ja. Aber ich habe dir auch was mitgebracht. Mir? Was hast du überhaupt für Treter an? Gefallen sie dir nicht? Also bitte. Warte. Also das große Boot konnte ich hier nicht mitbringen, ja? Okay. Aber dafür habe ich dir ein kleineres erstmal für den Tisch mit dir. Oh, danke schön. Weil ich ja gar nichts mitbringe. Danke schön, Pate. Ich küsse dir nochmal die Hand. Ich danke dir, mein großer. Piratenschiff. Und was ist willst du mal ein Beat reinmachen? Ich rap hier. Okay. Oh, schau mal. Weißt du, was das ist? Was ist das? Das ist Kopf von kleiner Mann. Kannst du lange in Säure. So. Passt aber auf. Darf ich mal kurz zeigen? Kurz mal rein zeigen? Das ist der Kopf von dem kleinen Mann, der abgehauen ist. Weil so viele Leute hat das. So, den stell ich hier hin. Und wenn ich sauer bin, kriegt der immer Nackenschelle. So. So nee, ich stell ihn hier hin. Stimmt, weil hier ist ja dieser 51er-Logo. Meine lieben Fans, ihr wisst es ja. Ich so. Darf ich machen, oder? Oder soll ich den? Ich hab ihn dir doch gegeben. Oh, danke schön. Gut, also, ich darf machen, was ich will. Da ist Säure drin im Wasser. So, den stelle ich. Wo soll ich ihn hinstellen? Ich stelle den so hin. Aber ich habe dir noch ein kleines Geschenk für dich persönlich mitgebracht. Oh, vom Herzen, danke dir, großer. Ja, weil ich denke mal, das, was du hier immer sagst, ja, was die Leute hören, das ist einfach mal so. Du hast es verdient. Für dich das Bundesverdienstkreuz. Boah! Ja. Das Eiserne Kreuz. Wie nennt man das? Ja, du brauchst ja bloß mal nachlesen. Bundesverdienstkreuz. Dann weißt du, für was das ist. Oh, danke schön, Reno. Ich bedanke mich richtig vom Herzen. Vielen Dank, großer. Und vielen Dank, mein großer. Vielen Dank, mein großer. Ja, lass dich nicht runterkriegen. Danke dir. Von keinem. Danke dir. Der irgendeines da draußen erzählt. Danke dir. Du weißt, der Pate ist immer für dich da. Danke dir. Ja, du bist mein Sohn. Und da muss ich doch für meine Familie muss ich doch einstehen. Danke dir, mein Großer, vom Herzen aus. Vielen, vielen herzlichen Dank. Vielen, vielen herzlichen Dank. Riesengroßen Respekt. Möchtest du eine Marlboro? Eine? Nein, zur Zeit nicht. Ich rauche zu viel. Willst du nicht? Okay. Und was ich noch mal draußen sagen? Hä? Nein, nein, nein. Bei mir ist vorbei die Zeit. Play of the angesprochen, so, und zwar. Nein, ist so! So, ich setz jetzt die Brille weg. So sieht's aus. Aber wie sieht es aus? Sieht es cool aus, wenn es hier, meine lieben Fans, wenn es hier hängt? Ist reines Gold. Ist aus echtem Gold. Ja? Play of 51, Bundespräsident. Aber Saul, Alhamdulillah, macht euch keine Sorgen, Freunde, jetzt ist Tanju da. Und ich nehme mir deine Sonnenbrille, weil du keine Sonne siehst. Wenn du eine Bombe kriegst, Brille, bitte komm sie. Playboy hat gesprochen, lutsch an meinem Blasrohr, Alhamdulillah. So. Dann machst du überhaupt die nächste Challenge. Ich warte da drauf. Warte ich erstmal, ich hab da... Scheiße, wir wollten eigentlich Schafessen-Challenge machen. Wir wollten ja richtig Challenge machen. Aber diesmal isst du scharf? Gibt es was der Pate nicht kann? Nächstes Mal machen wir Hamburger essen, richtig, nicht 1 Million Scoville, 4 Millionen Scoville. Das haben wir ja Currywurst essen waren wir gewesen. Ich habe Geflügel Currywurst gegessen.
Denk dran, ne, ist ja so. Da kannst du ja verschiedene aussuchen. Und, ja, ist so. Und 4 Millionen Scoville, wir haben mal so ein Wettessen gehabt. Aber es 4 Millionen Scoville ist ganz schön scharf. Bei einer Million Scoville ist es, das, weil du stehst morgens auf, du denkst, dein Arsch fliegt in der Luft. Ja. Das ist gefährlich. Aber das soll irgendwie auch gesund sein, wenn man scharf ist. Aber man soll einmal im Monat so scharf essen. Reinigt deinen Körper, auch deine Därme drinnen und so. Und das soll viel Sexkraft geben. Viel Sex, so Hormone für den Körper. Ich weiß nicht, warum die Natur so ist. Dafür also für Sex brauche ich nicht irgendwie jetzt so das... Ja, Stoff zu nehmen. Also bis jetzt hat es bei mir mal funktioniert. Ich finde ja, es gibt ja viele, so die machen Sex 15 Minuten, dann kommen sie, dann wollen sie pennen. Und es gibt ja viele Frauen da draußen, die wollen richtig befriedigt werden. Und ich bin ja immer noch so ein Typ, ich denke nicht an mich, oh, ich will jetzt als Erster da sein. Ich bin so ein Typ, eine Frau zu befriedigen. Ist nun mal so, sonst würde ich nicht umsonst Playboy 51 heißen. Ich bin Playboy 51 aus Reingendorf, ihr wisst es. Nicht zum ersten Mal, sondern zum 50. Mal. Und du hast ja viel auch da. Wie alt ist denn der Pate? Der Pate 54. Der Pate hat kein Alter. Entschuldigt bitte, darüber spricht so, man doch nicht. Genau wie Frauen sagen sie dir Alter. Richtig. Sie sagen es doch auch nicht. Richtig. Richtig, man spricht nicht über ein Alter, deswegen auch ein bisschen Respekt, mein Lieben, da draußen. Ist nun mal so. Der Pate weiß nicht, wie alt er ist. Der hat kein Alter. So sieht's aus. Nee, wirklich jetzt. Er ist der Pate aus Reingendorf. Ein bisschen Respekt, mein Lieben. Und wirklich jetzt, ihr könnt auch nochmal richtig, wirklich so ein Geschenk zu bekommen, traumhaft. Wir haben ein Piratenschiff. Richtig geil, Hammer. Überleg mal. Das andere kauf mal, wenn du deinen Schein hast und weißt, richtig, wie Wasserverkehrsrichtung gehen. Was würde denn eigentlich, wenn ich jetzt 1 Million Fans hätte jetzt, ja? Und ich kaufe Holz. So, was ist denn, wie baut man denn eigentlich ein Piratenschiff zusammen, Herr Pate? Das weiß ich nicht. Ja, das wird wohl eine Weile dauern, weil du musst dir das ganze Holz, musst dir formen und biegen, okay, hier aufbauten und alles. Mhm. Das dauert ewig. Aber du wirst das irgendwann lernen. Okay. Ich will ja so ein Piratenschiff bauen lassen, so nach meiner Richtung. So. Kann man sich das aussuchen so? Oder? Ja, wenn du das richtige Werkzeug hast. Okay. Und das Know-how dazu. Was würde das mich kosten? Also gehört manchmal auch das Know-how, weißt du? Ja. Nur das kommt. Know-how heißt also so das allgemeine spezielle Werkzeug. Material oder nicht? Nun, ich denke mal. Er weiß besser Bescheid. Belest dich darüber und dann wirst du wissen, was du dafür ausgeben müsstest. Oh, so ein Ding. Was man dafür alles braucht, mitbringen muss. Ah, okay. Na, das wäre mein größter Traum auf jeden Fall, so ein Ding zu haben. So alle Fans drauf mit geilen Weibers. Richtig piratmäßig und dann einen Videoclip zu drehen. Mit meinem fetten Song. Kannst du auch so machen, du brauchst du keines kaufen. Bauen, kaufst du die George Fox. Dann hast du ein gescheites. Weil da fallen die Frauen schon vom Mast runter. Stimmt, George Fox ist ja hier drauf. Ja. Na gut, wir wollen ja nicht jetzt irgendjemanden irgendwie nachmachen, so, weißt du? Wir wollen ja ein eigenes Piratenschiff bauen. Das originale 51er Playboy Piratenschiff. Richtig. Ah, Saul Hamdullah. Und jeder Pirat hat ja sein eigenes Schiff. Und die haben es ja auch geschafft, ihr eigenes Schiff irgendwie zu bekommen, oder nicht? Irgendwie zusammenzubauen. Nun, ich bin mal der Meinung, dass die früher die Schiffe gekapert haben. Abgezogen aber haben. Vielleicht täusche ich mich da etwas. Okay. Und wie lange braucht man circa für so ein Boot? Wie viel? Ein Jahr, zwei Jahre, um so ein Boot zu bauen oder länger? Oder so ein Schiff? So ein Piratenschiff? Nein, ich habe sowas selbst noch nicht gebaut, weil ich kaufe mir sowas, weißt du. Okay. Aber ich weiß, es ist möglich, wenn das jemand machen will. Okay, also, wenn man was im Kopf hat, wenn man das alles geplant hat, die Zukunft habe ich ja selber geplant, so. Stimmt es an der Zukunft so, dass man, wenn man will, dass man es schafft? Nur wenn du willst, kannst du alles schaffen, aber so einen Plan im Kopf zurechtzulegen, ich würde den lieber auf eine Zeichnung machen. Okay. Dann kann ich ihn nicht vergessen. Okay, Herr Pate, ich habe ja auch gehört, du bist ein ganz, ganz guter Zeichner. Jo, es gibt nichts, was er heute nicht kann. Du kannst ja alles, weiß ich ja. Du kannst ja alles.
Ich habe über. Du hast doch schon Bilder von mir gesehen. Genau, ich sehr, sehr riesengroßen Respekt. Und ich habe überlegt, mit so einer Firma zu telefonieren, auch deine Sachen, die du auch selber mit der Hand gezeichnet hast, auf T-Shirts. Ja, das hast du zu entscheiden. Was soll ich sonst zeichnen? Mit den Füßen. Kann das geht ja wohl schlecht. Richtig, okay. Möchtest du es gerne, dass wir das vermarkten? Das soll aber noch keiner sehen. Das hast du selber zu entscheiden. Ach ja, mir geht's da gar nicht ums Geld, aber wann habe ich mal die Zeit dazu, das zu machen? Ja, du hast ja das ja schon vorgezeichnet alles. Das ist ja schon alles fertig. So ein Bilderrahmen bei dir zu Hause, was ich alles gesehen hatte. Ja, das ist für mich privat. Ach so, okay. Also möchtest du nicht ein bisschen, dass die Fans das sehen, als T-Shirts-Optik rausbringen? Für dich selber auch? Dann ja, sehen lassen, die Bilder bei mir kann ich gerne, aber... Nee, die Bilder soll ja keiner sehen, auf T-Shirts, dass wir aufdrücken. Aber wann soll ich groß zum Zeichnen kommen? Ich habe doch immer was zu tun. Okay. Du weißt doch, meine Familie ist ja groß. Genau. Gut, mein Lieferzer. Kennst du Chuck Norris? Von Film und Fernsehen her schon, aber nicht persönlich. Was für Filme, du hast doch, nicht dieses Beta, kennst du von früher Betamax? Diese fetten Kassetten von früher, das war ja damals in der Zeit gewesen. Ja, und VHS-Kassetten noch. Du lebst ja hinterm Mond. Ja, jetzt haben wir ja CDs oder man geht ins Kino ganz normal oder man guckt durch ein Internet. Der Pate ist der Vater von Chuck Norris. Der Pate, du bist ja der Vater von Chuck Norris. Weil Chuck Norris kann ja alles. Weil Chuck Norris kann ja alles. Du kannst sowieso alles. Also ich muss ganz ehrlich sagen, auch wenn ich der Pate bin, aber ich will mich hier nicht mit anderen Federn oder sonst hier schmücken. Konfrontieren, genau. Auch ich habe meine Grenzen. Richtig. Das finde ich cool, wirklich jetzt. Vom Herzen aus riesengroßen Respekt. Aber sei mir nicht sauer, Mann. Könnt ihr mal alle klatschen, meine Lieben? Respekt an den Paten. Ah, Saul, Alhamdulillah. So, sei mir nicht böse, dass ich langsam gehen muss, weil du weißt, meine Zeit ist begrenzt. Richtig. Herr Pate, von dir kann man ja viel Erfahrung sammeln. Was ich nochmal... Da stellen wir noch die Frage. Ich gebe dir nochmal Küsse. Was ich von dir mal auch was lernen kann, weil du hast ja viel Erfahrung gesammelt, was für eine Musik soll ich denn rausbringen? Soll ich Hip-Hop machen für die Fans? So, Weiber sind da so dabei. Soll ich Hardcore-Hip-Hop machen? Soll ich einen soften Hip-Hop machen? Oder soll ich Comedy-Hip-Hop machen? Ich muss ganz ehrlich sagen, bevor ich gehe, jeder muss seine Richtlinie selbst entscheiden. Okay. Einfach, was dir dein Körper sagt, das sollst du tun, nichts anderes. Also auf das Gefühl hören? Auf mein Gefühl? Immer aufs Herz hören und dann kannst du eigentlich gar nichts falsch machen. Also das wird niemals im Leben schief laufen, das geht immer vorwärts. Normal war ja. Inshallah. So, aber sei mir nicht böse. Nee. Mein Wagen wartet. Ich muss wieder fahren. Gut, Herr Pate, vielen, vielen herzlichen Dank, mein Großer. Vielen herzlichen Dank, mein Pate. Ich bedanke mich. Ey, riesengroßen Respekt nochmal an den Herr Paten. Herr Worten, riesengroßen Respekt. Ihr habt es gesehen, mein Lieber. Hier sind noch Zähne, ja, von dem Vieh, was hier noch hier auf dem Tisch geblieben sind. Aber überleg da mal, ey, vom Herzen aus, der Pate hat erstmal eine Schädeldecke mitgebracht. So, wenn ich mal ein bisschen sauer bin, mach ich mal ein paar Mal so. Amnesty, mein Land. Amnesty. Ja, so, wenn einer frech ist, aber riesengroßen Respekt. Hier sieht der Piratenschiff, Hochbombe. Und ihr wisst ja, wir machen... Wenn die Superstars bald demnächst kommen, wir erwarten jetzt demnächst Frauenarzt Moneymark, die haben ja jetzt den dritten Album rausgebracht. Und da kommen noch ein paar andere Stars noch hierher. Und ihr habt ja mitgekriegt mit DMX, der hat irgendwie, wie ich gehört habe, Konzert irgendwie abgesagt. Und macht euch keinen Kopf, das Leben geht weiter. Und schöne Grüße an Desire und Delphine Man und an euch alle, Mann. Playboy 51 hat euch alle im Herzen drinne. Unterstützt Playboy 51, ihr habt da draußen vom Playboy 51 diesen Spendenkonto. Ich will nicht hier auf Schnurrer machen, das muss von eurem Herzen auskommen. Das nennt man ja Schnurrer. Wenn ihr, wir müssen ja auch alt machen, Playboy 51 muss auch mal ein bisschen langsam an die Kontonummer haben. Das weiß ich. Alle drum und dran, jetzt nicht im Kopf. Und überweist mir, was weiß ich, 1 bis 5 Euro. Playboy 51 würde sich auch nur gut fühlen. So, Ladies and Gentlemen.
So, Master G noch mal ganz kurz hier. Noch mal ganz kurz rein. So, Master G. LMFs sind allein. Ich bin der Pate, Land. Dicker, ich bin Mafia. Alter, Dicker, überleg mal, der Pate war hier. Der hat mir. Kennst du die, so ein Zeichen, wenn man so ein Zeichen bekommt? Hast du schon mal so ein Zeichen bekommen? Verdienstkreuz? Ja. Einen hast du gekriegt. Wann hast du den gekriegt? In der Bundeswehr. Echt? Wie lange hast du gemacht? Panzerfahrer. Echt jetzt? Ja. Hammer, ne? Ich war dritter General. Ah, beste, ne? Bist du schnell? April, April, Land. Nichts mit April, Land. Hast du wirklich Panzerschein auf der Tasche? Dicker. Hast du dabei? Einen. Hä? Für Mofa auch und zum Moped. Hat, nee, aber du bist doch früher auch Mofa gefahren, oder? Einen. 50 auch. Ja. Wie schnell fährt ein Mofa? Ich hab ihn frisiert. Du Frisierer? Einer war best frisiert. Ist das aus reinem Gold? Weißt du, wollen wir mal ausprobieren? Nein, nee. Willst du das anzünden? Nein, Mann. Im Hof, Dicker. Alter, wenn man so ein Ding hier so bekommt, so, ihr kennt es ja nicht so, da muss ja richtig viel dran liegen, so, wenn man so ein Zeichen kriegt. Bei uns in der Türkei kriegen wir ja andere Zeichen. Ich hoffe, ich bringe auch beim Wald richtig was Cooles her. Von meinem Herzen. Du musst auf jeden Fall was starten, dass du sowas bekommst. Genau, na, ich überlege auch so, hier mein türkischen Zeichen hier reinzuhauen. Muss auch so sein. Meine Türkei kommt hier rein. Deutschland, Türkei. Ah, so, Alhamdulillah. Ist so. So sieht's kleiner aus. Kleiner Teufel. Du hast doch Dings gegessen, wa? Hä? Du hast doch Pansensuppe gegessen, wa? Eine, mit dir zusammen. Digga, wie viele Teller haben wir denn weggeguckt, Alter? Boah, jeder vier Stück oder so, wa? Knoblauch oder ohne? Boah, wir haben nur Knoblauch reingemacht. Alles. Sag mal nicht, dass Knoblauch. Was haben wir noch reingemacht? Voll Essig war drin, Salz ein bisschen. Richtig scharf und so. Hier Zitrone noch reingeknallt. Zitrone und Kotz. Zwei Pansensuppe. Mhm. Boah, ich musste erstmal gleich vier Linsensuppe hintereinander wegbringen, Alter. Und wo ist dieser so Suppengeschäft? Das ist hier Cottbusser Tor. Ja, bei Hasser. Bei Hasser geht da essen, ja, richtig lecker. Und ihr fühlt euch danach wie. Scharflein. Sag mal, wie viele Weiber lieben mich dann jetzt? Bestimmt einige, oder? Viele oder nicht so viele? Du schreibst doch mit vielen Fan, Bräute, wa? Ja. Was schreiben dann die Fans, Weiber, immer? Bräute, die Mädels, was schreiben die denn eigentlich mit dir? Gute Sachen, schlechte Sachen, geben sie dir ab und zu mal einen Tipp? Nö, einfach normal schreiben. Finde ich cool. Wie heißen denn die? So viel Zeit, weiß ich gar nicht jetzt. Kennst du die ganzen Namen auswendig? Nee. Anja, Steffi. Stimmt. Victoria, Angelika. Vanessa. Ich weiß Vasili. Den Namen, ja? Wenn ich eine Freundin habe, ich weiß auch nicht ihren Namen. Aparadonti. Schnicki Banga. Kennst du italienischen Namen von den Weibers? Italienischen Namen. Valeria, schön. Valeria? Aha. Was ist der zweite Name Spanisch von den Weibers? Spanischen Namen? Valencia. Valencia? Super kleiner Teufel. Der dritte Name? aus Frankreich? Achso, von früher, ja, ja. Mit einer Valeria war ich ja 3 Jahre zusammen. Und französischer Name? 3 Jahre warst du zusammen? Nee, nee, Victoria. Patrick. Victoria? Du warst Patricia. 3 Jahre zusammen? Französisch. Auf der Mikro. Okay. So, der französisch ist Angelique und Patricia. Patricia, ein schöner Name. Voulez-vous coucher, aber guck mal. So, du hast doch. Du hast doch in deinem ganzen Leben viele Beziehungen gehabt, ne? Du hast doch viele Beziehungen gehabt in deinem ganzen Leben. Soll ich dir mal was sagen, ohne Scheiße? Ja. Ich hab nie richtige Beziehungen, weil Beziehung ist nicht so mein Fall. Erzähl, warum? Sag weil ich keine Zeit hab, mein Motto, klar. Habt ihr gehört? Master G hat keine Zeit für Beziehungen. Erstens, er arbeitet bei. Lager? Er verkauft Schiffe Weibers. Digga, wir machen bald Werbung, lad. Wie du schnell Tür aufmachst, so wie Garderobe, aber ist sich immer verkaufst die Schuhe, lad. Ich verkaufe nicht, lad. Digga, du verkaufst die Weiberschuhe an die Weibers. Einen. Digga, da bist du doch schlauer. Warum soll denn die Firma Geld machen und du machst keine Kohle? Digga, du bist richtig übersetzt. Digga, wir müssen mal lang. Durch mich. Ja, aber langsam muss ich auch mal. Ich muss auch probieren, langsam richtig an Kohle ranzukommen, dass es vorwärts geht, Dicker. Ohne muss nichts los. Ich muss ja was langsam probieren aufzubauen. Aber du bist doch richtig am Boote schleifen und ja, so. Das ist ja egal, Themawechsel. Ich krieg ja sowieso mein Boot, ist schon alles geklärt, ist schon alles reserviert, das ist ja egal. So, du willst jetzt richtig arbeiten langsam. Ich arbeite ja sowieso. So, aber das Ding ist, wie können wir so ein Teil bauen, Alter? Wie viele Fans sind wir jetzt? Für einen Videoclip? Das muss ja auch nicht ganz groß sein, Alter. Ich denke mal, vielleicht
so ein Ding bauen, 6 Meter für einen Videoclip, aber richtig Piratenoptik. Dann holen wir noch, machen wir auf optikmäßig so noch ein paar Kanonen drauf. Kanonen? Aber richtig. Wir nehmen die Kanonen da von bei dir da an diesem See. Wie heißt nee, das? Diese Kanonen. Können wir noch reinknallen? An diesem See, wo wir noch bei dir geschillt haben, da sind doch so eine Kanonen. Okay, meinst du, die kann man als Computeroptik so, da kriegt man ja alles hin, stimmt. Natürlich. So für Videoclip, dass man die nur als Fake reinnehmen kann. Natürlich, kriegt man hin. Aber wir müssen wirklich probieren, so ein Boot zu bauen, so ein Piratenschiff und mit diesem Piratenlogo, mit der Fahne. Kriegen wir schon aufgedruckt von einer Piratenfirma, die doch die Fahne... Piratenfirma! Welche Piratenfirma? Ecke, hier ist die Piratenfirma. So, so ein Logo müssen wir eine Firma finden, die uns eine Flagge irgendwie drucken können als Fahne. Und dann können wir auf jeden Fall irgendwann mal einen Piraten... Videoclip drehen. Wird ja auch mal Zeit, wa? Weil die Fans sagen so, ey, Playboy 51, wann willst du ein Single rausbringen? Das ist alles nicht so einfach, meine Lieben, da draußen. Man fängt immer klein an, man soll nicht alles kosten. Immer, man fängt immer klein an. Verstehst du, was ich meine? Man soll sich nicht verstecken, man muss die Sache durchziehen und irgendwann mal kommt es, dass wir es geschafft haben. Wir haben es jetzt schon geschafft. Nein, nein. Ah, Salhamdulillah, ist nun mal so, wir haben es jetzt schon geschafft, aber jetzt erstmal, noch nicht, erstmal so ein Boot, nur so ein Schiff bauen, dann haben wir es geschafft und das Videoclip und wenn alles erstmal im Kasten ist, haben wir es geschafft und ich will mein eigenes Schiff bauen. Aber wenn du jetzt ein Motorboot hast, da kann man auch erstmal schon mal einen Clip drehen, oder? Ja, gut, wir werden erstmal so normale Aufnahmen machen, so wie du mich auch in der Schweiz gefilmt hast. Du hast auch andere verschiedene Sachen von mir hier filmt und das finde ich auch cool. Du hast 80, 90 Videos. Du hast viele Sachen von mir gemacht, ja, auch im Flugzeug. Aber 5 Stück bei YouTube hochgeknallt. Finde ich cool. Und was sagen die Fans? Die sind alle begeistert, ja, alle finden es super, ja. Wir machen ja bald irgendein Ding, aber weißt du, ich meine, ich muss erstmal wieder klarkommen, ich habe ja viel im Kopf zurzeit, sehr, sehr viel. Ja. Da schreibt einer Kai Maulbordo, dann ist es zu langweilig. Sag mal, ob die Leute... Kai Maulbordo, dann ist es zu langweilig? Maulbordo, willst du mich hier mit Drogen vollwitzen? Bei mir gibt es kein Zeug mehr. Ich muss ein bisschen vorbildmäßig sein. Ich will mich selber aufbauen, ich will meine Fans aufbauen. Man hat das ab und zu mal gemacht. Ich muss jetzt mal in eine andere Richtung gehen. Weil wenn ich immer Maulbordo bin und so, dann komme ich nicht weiter. Weil man kann nur eine Sache. Entweder Bierchen trinken oder das knallen. Mal, was kann man? Zigaretten rauchen oder lieber vorher ein Kiffen? Ich weiß es nicht, jeder hat seinen eigenen Style. Bleibt immer aus Rheingau versprochen. Am besten ist... Trainiert, macht lieber Sport da draußen, geht ab und zu mal Fahrrad fahren, ist am besten. Am Wochenende könnt ihr Partys machen. So sieht's aus. So, haben wir. Ist so, langsam muss ich mal von meinem Albtraum wach werden. Ist so. Jake Point 6 wie Sex. Ist so, wie flitzen die Chimäre. Halten an jeder Küste an. Ficken jede Pussy weg. Alle lachen. Wir haben's geschafft. Lass die Sause raus. Alle werden. Gebumst, gebumst. Die Weiber müssen gehorchen. Wenn nicht, wird sie angepisst oder angeschissen. Sonst raus. Verlierer brauchen wir nicht. Nur Gewinnerin in unserer Piraten. Yeah! Shimmy, shimmy, yo. Respekt, Digga. So sieht's aus. Digga. Danke. Ja. Willst du ihn ballern? Nee. Nein, will ich nicht. Nein, Waller will ich nicht. Auch nicht nach der Sendung. Nein, auch nicht. Bei mir ist vorbei. Nein. Meine lieben Fans, ihr habt doch gestern. Nächstes Thema so. Ja. Wir haben ja gestern. Hast du gestern Boxen gesehen? Natürlich habe ich geguckt. Diese Michaela Schäfer? Achso, ich habe das richtige Boxen geguckt auf ARD. Nein, diese Dings hier mit dieser Promi-Boxen. Ja, nee, das habe ich nicht geguckt. Ich habe richtig Boxen geguckt. Hier mit. Abraham hat die King, Arthur hat geboxt. Das habe ich mir angeguckt. Werden gewonnen. Okay, Arthur? Wer? Ja, hat gewonnen. Hat gewonnen. Ja. Alhamdulillah so, an Arthur. Mal mit deinem Ding. Stehst du auf Michaela Schäfer? Ja, früher fand ich sie geil. Wie findest du sie? Meinst du, die sind alle neidisch auf sie? Weil ja, früher war sie ja Gina White. Oder macht sie zu viel Welle? Jetzt als Frau, ja. Weil viele Mädels da draußen sind. Weil viele Frauen da draußen sagen, Michaela Schäfer macht zu viel Welle, die müsste mal ein bisschen normal sein. Die war bei Dschungelcamp gewesen, will all zeigen, sich beweisen, dass sie die Schönste ist. Und das finde ich auch uncool. Man muss mal ein bisschen normal bleiben. Sie ist doch normal, oder? Sie ist ja auch normal, aber manchmal habe ich auch ein paar Sachen gesehen, dass sie einfach sagt so, ja, ich will die Beste sein, ich will mich irgendwie... Echt? Ja, und das ist uncool. Alle Piraten da draußen, hat die sie sind gestern alle geboxt? Gleich. Ja, hat sie gewonnen oder verloren? Naja, so wie ich das mitgekriegt habe, die hat richtig von der du einen... Hast du das nicht gesehen? Nee, hab ich nicht gesehen, die hat richtig aber gekriegt von der einen. Die war, wie hieß die nochmal, diese von der Popstar-Scheiße von früher? Aida? Aida, wa? Ja. Aida. Mit Aida hat sie geboxt, wa? Ja. Die Michaela Schäfer, oder? Und da war dann noch diese andere, der mit Martin Kessig, schöne Grüße an Martin Kessig. Envier, genau.
Und mit Martin Kessegid, wie heißt der andere? Wo doch die eine Olle gesagt hat, dass der andersrum sein sollte. Jarchut Erefik, genau, der. Ja. Und Martin Kessegid, schöne fette liebe Grüße von Player 51. Und ich habe ein bisschen mir die Sache da reingezogen, aber ist nicht schlecht. Wo war ich nochmal Player 51 stehen geblieben? Wie findest du dieses Bild da von der linken Seite? Meinst du es komplett? Das sind aber kleine Häuser, die habe ich ja schon. In der Türkei ein Kuscher, das sind circa. Riesenhaus, so, weißt du, ich ja schon. Eine kleine Villa, das wisst. Achso, ihr habt da MySpace da draußen. Wenn ihr noch normale Videos. Ganz kurz. Taschenbilder, wenn man sich dann nachher spielt, so in der Tasche reinhaut. So, ja. wenn ihr. Wenn ihr Playboy 51 bei MySpace reingehen wollt, tippt mal bei Google. Real Pirate 51, da könnt ihr noch ein paar Videoclips noch euch noch reinschauen. So, wo eine Olle noch tanzt, die eine? Ja, mit dem Besen. Mit dem Besen, da habe ich meine kleine Villa da in der Türkei. Und dann bin ich mit Rambo 51 bin ich da am Strand, das hast du auch noch gesehen. Ja, ja, und danach, genau. Wo ich aus dem Auto aussteige, das war ja noch Agro-Berlin-Zeiten. Ja. Richtig coole Sache. Ja, und was weiß ich. Hast du eine MySpace-Seite, Master G? Ich hatte mal eine, oder hab immer noch, aber ich weiß nicht mehr. Ich bin da gar nicht mehr on. Weißt du was? Soll ich? Ich hab dich ja noch nie richtig so mit deiner Stimme. Du bist ja eigentlich, du hast ja in vielen. Nee, du hast ja, wie viele Filme hast du schon mitgemacht? Du hast einmal den Bullen gespielt. Ja. War das ein Kinofilm oder war das eine Serie? Kinofilm kam in Berlinale. Berlinale. Wie heißt der Film? 1. Mai. Der 1. Mai. Du hast den fetten Bullen gespielt. Ja. Du warst der Tampon, Salat. Krieg aber nicht die Gage erzählen, da kriegt man auch gut Geld, wenn man kurz mal mitmacht, ne, in diesem Film. Ich war nur kurz dabei, weil dann habe ich mein Handy verloren, dann konnten die mich nicht mehr anrufen, wo die gedreht haben und dann war Bord. Sag mal, warum hast du nicht von der Polizei die ganzen Sterne abgezogen, Lein? Der kann ja sehen, seine Mutter da. Hätte ich jetzt einfach hier raufgetreten, hier auf Adidas hergerissen. Dick abgerissen so. Weißt du, so, hold on. Nein, so muss es sein, Respekt. Und ihr habt draußen zu entscheiden. Playboy 51 redet sowieso jetzt die Tage mit DJ Destio und Kinotrailer Nummer 3 rauszubringen. Mit Master G werde ich mir auch überlegen. Die Fans, wirklich, glaub mir, Master G ist ein richtig korrekter Junge, da gibt es ein paar Leute. Kleiner Teufel wird auch vielleicht in der Szene noch mitmachen, aber erstmal abwarten, ist zu viel. Erstmal abwarten, in der Ruhe liegt die Kraft. Und einen Kinotrailer bringe ich raus. Frag Destio, vielleicht nächste Woche, wir werden vielleicht drehen. War Destio? Am Wasser? Nächste Woche sollte ein bisschen wärmer werden. Jetzt haben wir hier Hagelsturm, ihr habt jetzt die Tage. Ey, hast du mal ein Hagelding auf den Kopf gekriegt, Alter? Die Dinger. Richtig krass. Ich hatte Angst, dass meine Brille kaputt geht, Lein. Nee, Destio ist halt nicht da. So, pass auf. Destio ist im Computer, Dicker. Dicker, wie Wurm, ah, Wurm, so. Ah. Dicker, Destio, weißt du, wie schlau der ist, Dicker? Er weiß ganz genau, Alter, wie Frankenstein dir Strom reinzusetzen, Dicker. Er muss noch schlauer, Dicker. April, April. Ambl. Zack, 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 zack. Zicke, zacke, zicke, zacke. Hühnerkacke. Komm. Zicke, zacke, zicke, zacke. Hühnerkacke. Ah, und die rauchen Hühnerkacke da draußen. Aber die, wo der kleine Mann sich rumtreibt. Was heißt denn 5 gegen 1? 51. Playboy 51. Einer für alle fallen. Alhamdulillah. 51. Was heißt 5 gegen 1? 5 gegen 1? Ja. Einer für alle für einen. Nee, alle für einen. Weißt du, wie dein Name heißt? Auf andere Wort? Nein. Mein Name heißt ja? 5 gegen 1. Achso, 5 gegen 1. Eine. Alhamdulillah. 51, 5 gegen 1. So, meine lieben Fans, wir machen auch langsam Feierabend. Ihr wisst, wenn richtig große Superstars jetzt demnächst kommen, die werden auch kommen, macht euch keinen Kopf, gehen. Wir haben Zeit, wir haben so viel Zeit. Und wirklich jetzt, ich habe überlegt, ich muss nochmal mit Destio reden, mit meinem Produzenten, mit Sigi, meinem Chef, muss ich nochmal reden, ob wir probieren. Nee. Schön liebe Grüße. Nee, ist auch so, Play hat gesprochen. Nein. Ob wir probieren. Ja, ganz kurz. Warum? Alle fragen sich, warum? Tak, tak, tak. Ganz kurz, lass mich mal bitte ausreden. Okay. Ganz kurz. So, ob wir mal ein bisschen größere Halle uns organisieren können. Und zwar mit 100 Plätze drin. Das soll so auf Piratenoptik aufbauen. Sag mal, einer wird bei uns, Alter. Wir haben. Hier,
Ja, wir wollten ein Piratenschiff klauen, einer von oben, und die haben reingebohrt, ja. Aber ist auch besser, und dann nehmen wir auch nicht so viel Eintritt. Ich denke mal, wenn wir eine größere Halle haben, vielleicht Eintritt 15 Euro und ein bisschen größer aufbauen, weil hier bezahlen wir alleine schon das Loch in der Decke, alhamdulillah. Spaß, dann was, alhamdulillah. Das waren bestimmt Dings gewesen, die Teufel. Die wollten mit Angel, ja, deinen Dings Piratenschatz auf den Tisch. Digga, ich war sauer. Ja? Ich war sauer, deswegen ist dein gekracht, Lan. Pass auf, meine lieben Fans, ich werde größer aufbauen, die Sache. Ich will mehr Fans haben, ich will groß alles aufbauen. Und vielleicht findet man irgendwo da draußen in Berlin vielleicht eine größere Halle mit 100 Sitzplätze. Weißt du, und 51 Euro ist wirklich ein bisschen... 100 Sitzplätze? Die sagen, Vater, Decke, Kopf, Dicker, weißt du, was ich gemacht habe? Dicker, ich hab rangewichst, Lan. Einen! Dicker, ich hab rangewichst. Dicker, da war ich auf 5 Viagras drauf. Alter. Digga, machst richtig Bombe rein, Laden. Übergras, Atombombe. Du bist eine Atombombe, weißt ja. Ich bin Atombombe, du bist Panzer. Kennst du Panzer, Carlo? Oder heißt er Dynamit, Carlo? Der Breite. Dynamit, Carlo. Der ist Dynamit, Carlo. Ey, du hast es nicht vergessen. Schön, liebe Grüße von Playboy. Der ist cool, Mann. Ey, richtig in meinem Herzen drin. Wenn ich ein bisschen mehr, noch mehr abnehme, ich will ja nicht mehr abnehmen. Mhm. Nur ein bisschen so, wie ich bin jetzt. Wie findest du meine Arme? Einen, Dicker. Bald werden sie breiter, Dicker. Bald halt so. Aber ich will nicht übertreiben. Du bist Panzer. Egal, was passiert. Du bist Panzer. Vor allem, du hast ja richtig krasse Waren, Dicker. Wenn du das Ding hochziehst, Alter, dann hängt das richtig raus, Alter, diese Panzerrohren. Panzerrohren. Alter. Gut, mein Lieben. Wir machen auch jetzt Feierabend gleich. In 5 Minuten. Und schreib, post raus. Playboy 51 muss erstmal ein Piratenschiff erstmal organisieren. Dann die Single kommt dann raus, ja? Denk dran. Ist wirklich so. Und wenn ihr wollt, Play 51 eine größere Halle, wo 100 Leute hinter der Kulisse sitzen können, mache ich auch, ist kein Problem. Da brauche ich ein bisschen mehr Beziehung und ich muss nochmal mit meinem Chef mich mal zusammensetzen, weil hier bezahlen wir 3000 Euro Miete. Für eine größere Halle irgendwo würden wir vielleicht günstiger kriegen für 1,8. Könnten wir wiederum wieder 1200 Euro sparen an der Summe. Man ist doch so. Stühle, was kosten Stühle? So eine Kinostühle hinten. Komplette da aufstellen, ist auch nicht teuer. Dann würden die Leute kommen. Weißt du, was ich meine? Weil hier ist 250 Quadratmeter groß und so würden wir auch den Preis ein bisschen günstiger machen. So bezahlt eine Person 51 Euro plus mit T-Shirt und so würden wir vielleicht mehr, weil da könnte ich auch aufstehen, da könnte ich auch besser moderieren, ja, weil ich muss ja, habt ihr das nicht überlegt? Also, überlegt mal draußen, aber da meine Fans, ich muss die ganze Zeit sitzen. Vielleicht will ich mal aufstehen und mal so moderieren. Einen, Dicker. Vielleicht macht das mir mehr Spaß, weil ich habe mich erstmal dran gewöhnt. So, also habe ich das jetzt in dieser Richtung geschafft, ja. Und jetzt mal probieren, aufstehen, größer die Sache zu machen. Wie bist du damit? Bist du damit einverstanden, Master G? Auf jeden Fall. Meine Fans, seid ihr damit einverstanden? Und deswegen unterstützt Playboy 51 die Sendung 51er TV. Wir werden immer größer und wir wollen die Sache immer größer aufbauen. Man fängt vom Kleinen aus an, richtig, Master G? Erstmal fetten Dank an die ganzen Fans. Applaus an die. Yes, riesengroßen Respekt, dass ihr über die zwei Jahre alle eingeschaltet habt, jeden Sonntag, alle zuverlässig, so weißt du, Zuverlässigkeit ist so ehrenvoll, cool, nett drauf und die wissen ganz genau, wie Playboy ist. Und denkt dran, Ladies and Gentlemen, heute auf normal, der Pate war hier, ich habe hier erstmal die normalen Sachen hier geschenkt bekommen. Nächste Woche um 20 Uhr einschalten, meine lieben Fans. Passt auf euch alle auf, macht euch keine Gedanken, das Leben geht weiter. Face. Panzer? Bitte? Playboy 51 Atombombe. Eine. Panzer? Atombombe. So, jetzt. Ladies and Gentlemen, nächste Woche um 20 Uhr einschalten. Am Sonntag. Yo, yeah. Playboy 51 TV Show. Oh, yes!